nehmen wir mal auf beide Flammen. Schließ mal das nächste Ding auch auf. Geht. Da ist mal nichts Interessantes drin. Schließen wir alles mal auf. Ja. Da ist auch nichts drin, aber dann können wir wenigstens ein bisschen mal skillen. Ist ja auch nicht schlecht. So, aufschließen, komm. Ach, verdammt. Komm, so aber. Schlossknacken verbessert auf 16. Ja. Das Ganze können wir dann auch. Ach, ups. So sehen alles. Ich blicke da auch noch nicht durch. Ich hoffe, wenn wir dann Level absteigen, da oben sehen wir auch Stufe 1, dann können wir das Ganze ein bisschen aufbessern. Schlossknacken ist jetzt auf 16. Ja, huch, nee, das wollte ich nicht. ETF. Schlüssellehrling erfordert 25. Ja, das dauert noch ein bisschen. Hier ist auch irgendwie nicht so viel Krempel drin oder gar nichts. Das hatte ich auch beim ersten Mal, dass da nichts drin war, auch außer bei einem. Das war hier der, glaube ich. Ja, da war ein Geldbeutel drin. Ein Skelett mit ein bisschen Gold. Knochenmehl, weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir das noch, um irgendwas so Zauber zu mixen. Zaubertränke oder ähnliches. Ich speichere erstmal ein bisschen ab. Ja, neuer Spielstand. Und dann würde ich beim nächsten Mal weitermachen. Sag ich mal, bis dann und haut rein, bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, was geht? Hier ist wieder Niedernick, wieder mit Skyrim. Wir zocken ein wenig weiter. Wir sind gerade an der Folterkammer dran vorbei und haben jede Menge Schlösser geknackt. Jetzt müssen wir hier irgendwie raus. Eine schäbige Robe will ich nicht haben. Nein. Ist hier dann nichts anderes? Nee, scheint nicht so. So, du Skelett. Ja, Gold nehmen wir natürlich mit. Knochenmehl, komm. Wer weiß, ob wir das brauchen. Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich glaube, anderen Grömpel findet man ganz häufig. Wir werden schon irgendwie hier rauskommen. Ja, alles klar. Dann mal vor. Zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich will aber nicht warten. Ich werde sicher nicht abwarten, bis ich... So, du stirbst jetzt! Boah. Ja, komm, das wollte ich nicht, sorry. Komm, renne! Ist jetzt gegen mich? Huch, kein Mana mehr. Lalalala. Rennen wir mal weg. Packen wir die Sachen ein. Das Gedöns haben wir schon. Wie lange gucken, haben wir den schon mitgenommen? Weiß ich jetzt nicht. Egal, jetzt sehen wir ja gleich noch. Komm. Euch fackeln wir mal ab. Ich nehme mal mit Kus das eine Kriegsachs. So. Ja, verdammt. Da kann ich nicht laufen, ich treffe auch nichts. Coole Sache. So, was haben wir denn? Nicht mit Langbogen, haben wir doch alle schon. Ja, komm. Warum immer ich? Zack. Mal sehen, wo das hier hinführt. Wahrscheinlich weiter. Würde ich mal so sagen. Was passiert jetzt? Alles stürzt ein. Ja, gute Kant. Hier ist nämlich ein Geheimgang. Wenn das The Barlow meinte. Ich weiß nicht, ob es das war. Hier ist ein Skelett und dann noch ein Geldbeutel. Das meinte er nämlich, da wäre ein Heiltrank und ein Geldbeutel. Ich bin da letztes Mal hier einfach hochgerannt. Aber hier vorne war nichts mehr.
ist. Von da kam er quasi. Halt mich zurück. Wo soll ich denn zurückfallen? Ich rutsche höchstens darunter. Mensch. Jung, passen's doch mal ob. Geldbeutel. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Ja, sieht nicht so gut aus. Besser hier entlang versuchen. Dann geh mal vor, bitte. Also ich muss sagen, die Dungeons und sowas, also das hier gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das sieht nach jede Menge Details aus. Also hier so kleine Steine und sowas. Also besonders hinten der Fluss, der sah richtig gut aus, fand ich. Und Spinnen gibt es auch hier jede Menge. So, ich glaube, die können kein Feuer leiden. Ich hasse. Komm, nehmen wir alles mit. Ja, das sind auch viele Augen. So, hier waren noch ein paar Eier. Die haben, glaube ich, nicht so viel gebracht. Waren auf jeden Fall nicht so wert. 5, ja, muss nicht sein. Und genau das hier. Mumifizierte Leiche. Hey, vielleicht hast du hier was. Gold 7, na, immerhin etwas. So, Spinnennetzwand. Geberschwanz, ja, das will ich nicht mit mir rumtragen. Nein, das auch nicht. Aber hier ist noch was. Nämlich Streitkolben. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, gehen wir mal weiter runter. Hallo, Rolaf heißt du? Ralof. Na, Rolaf, Ralof. Pimmelwurstgesicht, nennen wir ihn einfach. Da könnte auch noch irgendwas sein. Nur ein Skelett. Ah, doch, ein Zaubertrank. Hey. Hat sich doch gelohnt. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ja, ist mal eben aufgestanden. Ich möchte die abschlachten. Entdeckt, ja, super. Verdammte Kacke. Scheiße, der Feuer. Wow! Ey, komm, misch dich nicht ein. Mensch, jede Scheiße muss auch er machen. Oh, den Weg habe ich letztes Mal gar nicht gesehen, als ich hier rumgegangen bin. Ob hier wohl was ist? Es sieht sehr nach nichts aus. Egal, was soll's. So, was gibt's hier? Skelette, Skelette. Skelette und Skelette, die rumspringen. Naja. Warum auch immer. Da oben ist, glaube ich, auch nichts. Sah auf jeden Fall nicht so aus. Komm, gehen wir weiter. Ja. Gehen Sie, bitte. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Jawohl. Und das sehen wir beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned. So, hallo Leute. Hier sind wir wieder. I don't need. Nick ist wieder hier und jetzt geht's nach draußen, wo es ziemlich frostig aussieht. Genau, Frostangriffe bewirken neben dem Mainschein auch eine Senkung der Ausdauer und verlangsamen das Ziel. Setze sich ein und ja. Jo. Hi, Nick. Hallo, hier bin ich. Schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Ja, denkst du. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Abgeschlossen, entfesselt. Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Ja, es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ich speichere mal hier an der Stelle. Ja, Spiel überschreiben, genau.
Und hier sehen wir unsere tolle Karte. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die aber noch nicht besucht hast. Dunkle Symbole, bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen. Quasi genau wie bei Fallout. So, ups, markierter Ort, wollte ich nicht machen. Ich guck gerade mit der Steuerung. Es ist auf jeden Fall riesig. Hier hinten geht es auch noch weiter. Also ich denke auch nicht, dass hier irgendwo... Doch, hier ist, glaube ich, irgendwo Ende. Aber es ist sehr, sehr, sehr unverdammt scheiße groß. Ohne Mist. Wenn wir uns mal gerade überlegen. Hier sind wir und dahin, da habe ich auch 5 Minuten gebraucht oder so. Und dann die ganze Map. Unglaublich. So, ich hoffe mal, wir bekommen Falkenring. Kommen dann Informationen? Von Platzieren? Nein. Ein Tagebuch von dem Sturm. Ja, das ist jetzt unsere Quest. Statistik gibt es auch. Brauchen wir aber jetzt, glaube ich, nicht. Ich würde mal einfach hier ein bisschen rumrennen. Erstmal nach Falkenring, weil das die nächste Stadt ist, außer wo die Quest ist. Da würde ich dann nämlich mal lang gehen. Ich würde nämlich jetzt ungern die Quest machen, weil es einfach nicht so spannend ist, sondern hier ein bisschen durch die Gegend rumwatscheln und die Welt erkunden. Story, wer braucht schon so eine Scheiße? Hier zum Beispiel so ein Viech zu klatschen. Lauf ruhig weg, du Hirsch. Vorher sollst du noch schmoren. Ja, ich treffe dich noch nicht mal. Wie nett ist das denn? Ist einfach zu schnell. Oder wir sprinten hinterher. Ja, komm, renn. Oh. Gibt's doch nicht. So, was gibt hier sonst noch so? Nach da geht's dahin. Ah, komm, lass mal ein bisschen rumrennen und gucken, was hier so gibt. Ein Häschen. Lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Kaninchen. Huch, was soll das? Boah, lecker zu essen. Stellt 2 Gesundheitspunkte her. Wow, das hört sich noch viel an. So. Da ist ein Hirsch, noch einer. Können wir uns vielleicht dran schleichen? Ich hoffe mal, dass hier viele kleine Sachen sind zum Machen. Du siehst mich nicht, Hirsch. Ach komm. Lauf doch nicht weg. Ach du. Ach, das ist behindert. Ich habe da keine Lust, jetzt noch hinterher zu rennen. Scheiß. Der hat aber tolle Gelenke, muss ich sagen. Fell, ja, nehmen wir mal alles mit. Kleines Geweih, Wildbrett. Alles klar. Ein Häuschen. Das ist sehr schön. Vielleicht können wir die schon ausplündern. Ich möchte jetzt nämlich zum richtig bösen Kerl spielen. Kiefernwacht. Ah, doch, da gibt es doch noch mehr Orte, als die eingezeichnet sind. Also wahrscheinlich auch kleinere. Das sind wahrscheinlich jetzt nur die großen Städte. Ich will mich mal nämlich so richtig unbeliebt machen. Auch wenn es Fell ist. Egal. Da habe ich mal einfach Lust drauf. Zum Beispiel ruhig alles klauen oder so. Äpfel, ja, Kartoffeln will ich jetzt nicht mitnehmen. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Ach, einbrechen können wir auch. Ja, wenn unser Dietrich nicht kaputt gehen würde. Ja, brechen wir dann einfach mal ein Haus ein. Ja, noch zur Story und wie ich es zocken werde. Ich weiß nicht, ob ich es durchzocken werde, aber ich werde es auf jeden Fall dann eine Weile, denke ich mal, zocken. Keiner zu Hause?
Oh, wo dann? Ach, da unten.